Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Guide-Video. Es hat zwar keiner danach geschrien, aber ich habe ein Merrick Dwemer Deck erstellt. Und das möchte ich heute mal mit euch durchgehen, denn das ist ziemlich gut geworden. Okay, wir haben hier zu Anfang viele Dwemer-Spinnen, okay? Die haben alle ganz gute Effekte. Hier Spinnenarbeiter zum Beispiel. Diese lassen sich alle hier mit der Halle der Dwemer buffen. Und zwar ist die Karte dauerhaft und wir bekommen jedes Mal eine 0-3er Dwemer-Spinne mit Wächter auf unserer Hand. Und unsere verbündeten Dwemer bekommen plus 3. Also werden solche kleinen Spinnchen auf einmal ganz, ganz stark und gefährlich. Und davon können wir natürlich für 0 Magiker natürlich tonnenweise rausbringen später. Ne? Dann habe ich das Launde Krokodil noch rein mit Prophezeiung, den Orklan-Hauptmann, damit wir ein paar Buffs noch zusätzlich bekommen. Also bekommen natürlich auch die Dwemer-Spinnen nochmal plus 1 Angriff. Seelenspalter, falls wir keine von den Kreaturen haben. Und einfach mal so eine Spinne übrig am Anfang, dann können wir die einfach mal spalten wie so ein Biber. Und dann bekommen wir 3 Zweier auf jeder Seite. Also 2, 3 Zweier. So. Okay, die Dwemer-Sphäre, um ein bisschen was zu fesseln. Dann den mechanischen Verbündeter, das war ja mal so die Karte des Monats. Bei Beschwörung, also beschwöre einen Spinnenarbeiter, wenn die oberste Karte deines Decks eine neutrale Karte ist. Und das, die Chance ist dafür halt schon ganz groß, ne? Überfallkommando, die ganzen Karten sind natürlich alle sehr, sehr praktisch und kompatibel mit Merrick at Asavala. Um den dreht sich ja eigentlich hier in diesem Deck. Und zwar bei Beschwörung rüste jede verbündete Kreatur in dieser Reihe mit einem zufälligen Gegenstand aus. Also wenn wir Überfallkommando spielen und die ganzen 1-1 auf der Hand haben, dann können wir da die direkt mal mit irgendwelchen Waffen ausstatten und dann sind die auch ziemlich imbar. Okay, zermalmender Schlag, um ein bisschen Kontrolle zu halten, genauso wie Blitz. Dwemer Dynamo gibt einer anderen Kreatur plus 3 und Wächter. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Vor allem halt eben mit den kleinen Kreaturen sehr gut kompatibel. Dann Funkenschlagende Spinne hat einfach Wächter und Prophezeiung, deswegen habe ich die da reingetan. Und Reef, der Schwertmeister, der darf natürlich nicht fehlen. Mal so eine kleine Legendary mit eingebaut, die ja schon sehr nervig ist mit für 4 Magiker 3-5. Und wenn er angreift, frisst der Gegner 2 Schaden und dann immer 2 mehr. Der Festungsinkubator. Beim letzten Atemzug nimmt man 2 Dwemer, zufällige Dwemer auf die Hand. Ist auch ziemlich cool. Der Festungsvernichter gibt allen anderen Kreaturen in dieser Reihe, gibt allen gegnerischen, das ist ganz wichtig, Kreaturen in dieser Reihe Wächter. Wenn sie sich also mal im Schatten versteckt haben, diese Feiglinge, dann können wir sie damit offenlegen und fertig machen. Der Dwemer Centurio hat Durchbrechen und wenn Dwemer Centurio Schaden erleidet, nimm eine 0-3er Dwemer Spinne mit Wächter auf deiner Hand. So, davon habe ich auf jeden Fall 2 Stück. Und dann natürlich der Merrick at Asavala, den haben wir ja schon durchgemacht. Also, ihr wollt natürlich wissen, ob das Deck auch so funktioniert, wie das der Olle Lionsjupe gedacht hat. Und das finden wir jetzt heraus. Wir springen ins Spiel. So. Testen wir mal unser Merrick Dwemer Deck. So, Halle der Dwemer. Würde ich gerne mal auf der Hand behalten. Der Festungsinkubator. Den brauchen wir jetzt noch nicht. Und den Festungsinkubator auch noch nicht. Die Halle der Dwemer würde ich vorsichtshalber noch auf der Hand behalten, da ich es hier nur einmal habe. Eine Wortmauer. Wächterbeschwörung verbessere einen Schrei auf deiner Hand. Also so ein Schreideck würde ich auch gerne mal machen. Ist auf meiner Liste. Habe ich leider noch nicht die Karten dazu. Okay, der bringt mir natürlich jetzt auch nicht viel. Leider haben wir nur hohe Karten gezogen. Aber sobald wir ins Late Game kommen, dann geht's aber los. Dann räume ich hier die Seite mal auf. Dynamo. Dynamo, in der nächsten Runde können wir den spielen. Deswegen. Dann hat er aber auch nur 3-3. Ja. Ist aber okay. Wenn die jetzt nicht vernichtet wird, dann werde ich den Dwemer Dynamo in der nächsten Runde spielen, indem ich auch einen Punkt opfere.
Oder natürlich Überfallkommando. Was natürlich auch sehr praktisch wäre. Ja. Machen wir es mal so. Dann haben wir damit schon mal ein bisschen mehr Möglichkeiten. Weil wenn wir einen von denen damit ausrüsten, dann können wir die direkt vernichten. Ist schon besser. Beim Ständer. No. Könnten wir fast opfern. Okay, machen wir mal so. Und so. Oh oh. Moment mal. Gib einer anderen neutralen Kreatur plus 3 und Wächter. Da steht nichts, dass es in derselben Reihe sein muss. Ach Leute. Okay, die werden wir trotzdem los. Ist jetzt halt echt doof. Ist halt jetzt richtig doof. Bin ich blöd? Gib einer anderen neutralen Kreatur. Ich bin voll. Boah, bin ich blöd. Neutralen Kreatur. Ich habe mich jetzt voll auf die Reihe fixiert. Ich voll Idiot. Ach du Scheiße. Na, das läuft nicht gut. Boah, Leute, das war ein richtig. Boah, das war ein richtig dummer Fehler, ne? So übelst. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Das war echt dumm. Das war so dumm. Okay. Okay, Halle der Dreamer. Gib ihm. Wir bekommen plus 3, also wäre der hier auch tot. Na, das ist doch schon mal gut, oder Leute? Das ist doch schon mal gut. Wenn wir dann in der nächsten Runde dann den Festungsinkubator raushauen oder den Festungsvernichter, dann sieht die Welt schon deutlich besser aus. Und ich glaube nicht, dass er irgendwas hat, um das hier zu vernichten. Glaube ich nicht. Vielleicht sollte ich erstmal ein bisschen was anderes raushauen. Und dann den Festungsinkubator. Nein, ich hau ihn raus. Verteidigen muss ich mich noch nicht. Also werde ich das auch nicht tun. Ich wollte noch mehr Dwemer haben. Und dann oppert er ihn dann einfach. Das ist schon ganz gut. So, der wird da auf jeden Fall reingehen. Wäre ja dämlich, wenn nicht. Boah, der geht nicht rein. Okay. Der ist mutig. Ist richtig mutig. Okay. Dann eben so. Dann werden wir uns hier noch verteidigen. Okay. Dann noch einen mechanischen Spinnenarbeiter. Jawohl. Hat sehr gut funktioniert.
dann könnten wir uns hier noch verteidigen. Ich finde aber, falls er die los wird, sollten wir uns vielleicht doppelt verteidigen. Schadet nicht. Okay. Den könnten wir spalten. Dann haben wir da noch einen und da noch einen. Und mehr Kreaturen ist natürlich besser. So, jetzt haben wir das Board schon ziemlich voll bekommen. Jetzt dürfte er ein großes Problem haben. Ob er jetzt den einen Schaden da macht, das ist mir dann relativ egal. Und wenn er irgendwas Gefährliches noch spielen sollte, dann können wir ihn noch fesseln. Das ist okay. Wie gesagt, damit habe ich überhaupt kein Problem. Wir ziehen ja noch ein paar Dwemer nach. Und wir sind eigentlich mit jedem Dwemer zufrieden, da wir ja die Karte hier auf dem Feld haben. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr habt noch mehr von denen, hier drei Stück an der Zahl, dann haben die einfach so unendlich viel Power. Dann wird er kaum noch irgendwas tun können. Okay. Okay, da hat er jetzt zwei Stück. Eins machen wir so. Bei einem gehen wir hier rein. Ich möchte jetzt nämlich Damage machen. Hier kommt er sowieso nicht vorbei. Okay, rein da. Bam. Ob er jetzt Karten zieht, ist mir relativ egal. Wir werden jetzt nämlich das Board spammen. So. Den will ich noch nicht spielen. Genau, den wollte ich spielen. Dann haben wir hier noch mehr Power. Und den spielen wir dann zum Schluss als Überraschung. Er hat jetzt viel Magicka und auch viele Karten, also dürfte auch viele Möglichkeiten haben. Aber auch trotzdem sind seine Möglichkeiten begrenzt. Also gegen die Übermacht glaube ich nicht, dass er da noch irgendwas tun könnte. Er könnte jetzt natürlich sehr viele seiner Karten investieren und versuchen ein bisschen was zu töten, was er natürlich auch tun muss. Aber ganz schnell sind wieder mehr davon auf dem Feld. Und die alle ziemlich bedrohlich sind. Na komm schon. Er ist überfordert. Er ist überfordert. Jetzt muss er seine Züge aber schnell machen. Seine Karten bewegen sich auch gar nicht. Der könnte auch einen Disconnect haben. Aber zufälligerweise haben die Leute immer nur einen Disconnect, wenn sie fast verloren haben. Das ist merkwürdig. Aber ich erkenne ein Muster. Ich erkenne eindeutig ein Muster. Ja gut, dann machen wir ihn kalt. Mach ich gar nicht mehr lange rum hier. Wenn er es so will, kann man wohl nichts machen. Bam. Weg damit. Einfach weg damit. Ich habe zwar so viele Fehler gemacht, aber die werde ich im nächsten Match wieder gut machen. Bis gleich. Noob Gordon.
Du bist bestimmt ein würdiger Gegner. Nope. Eins können wir wegtun, eins können wir behalten. Die Karte zu Anfang ist schon mal sehr, sehr gut. Was dabei rauskommt, könnten wir dann mit Seelenspalter kombinieren. Zum Gruße, Bürger. Leider können wir nicht in die Offensive. Leider erst in der nächsten Runde. Das ist sehr, sehr schade. Aber mein Gott, wir sind ja auch kein Aggro-Deck, ne? Immer noch mit Range. So. Komm schon, komm schon. Jawohl. Ja, mein Gott. Den wird er ziemlich killen. Hätte ich doch lieber auf der anderen Seite mal gespielt. Fehler über Fehler. Mann. Wir machen das mal so. So. Und killen mal den. Wenn er dann da reingeht, dann hat er nämlich nur noch zwei Leben. Dann könnten wir mit zermalmenden Schlag eventuell, wenn es nötig ist. Also so gefährlich ist er jetzt auch wieder nicht. Von Leuten stehlen, die es nicht nutzen. So geht's. Okay, was macht der nochmal? Erschlagen, beschwere eine Kreatur aus seinem Ablagestapel. Der ist zu gefährlich. Der ist eindeutig zu gefährlich. Natürlich greifen wir erstmal an. Spalten den. Und haben wenigstens ein bisschen Board. Arg zurückfallen möchte ich hier nicht. Ja, er erwartet natürlich, dass ich da reingehe. Was ich leider auch muss. Okay. Wir könnten die auch schon mal anknacksen. Was uns aber auch leider nicht viel bringen wird. Leider nicht viel bringen wird. Ich meine, wir könnten die vernichten, aber zu gefährlich ist sie gerade noch nicht. Ich könnte auf der anderen Seite Bedrohung aufbauen. Das wäre eigentlich eine Möglichkeit. Machen wir es so. Gehen wir halt hier hart rein. Könnten wir aber... Machen wir das mal mit dem Festungsinkubator. Der Effekt ist mir jetzt gerade egal. Ich habe ja noch zwei Stück davon im Deck. Dass wir Karten nachziehen, das ist eigentlich komplett im Plan. Ihr kommt hier nicht lebend raus. Und wenn er nur so einen Shot hat. Oh, okay, das ist das komplette Giftdeck. Wir könnten Blitz wird sich nicht lohnen.
Wir haben halt leider keine andere Wahl als den zermalmenden Schlag und leider unsere Kreatur hier zu opfern. Wir können aber hier getrost reingehen. Und nochmal die hier. Als Wächter und ein bisschen als kleine Offensive. Soll er sich mal verteidigen. Auf der Seite. So aggro ist er jetzt nicht, dass der mir jetzt allzu schnell so viele Leben abziehen würde. Der hat eindeutig was vor. Machen wir es mal so. Dann geben wir ihm noch mehr Power. Und gehen rein. Okay, viel hat er nicht mehr. Da kann er ruhig mal Sachen machen. Der wäre vollkommen unnötig. Wäre also Schwachsinn zu spielen. Okay. Wir müssen eigentlich nur noch einen Schadenspunkt mit einem unserer Kreaturen machen. Und dann können wir eigentlich schon die Blitze auf ihn feuern. Der Kampf ist euer. Ja, der war jetzt nicht so krass. Der Typ war eindeutig nicht so krass. Okay, Leute, wir machen noch eins. So, ich habe in den letzten zwei Matches etwas zu viele Spielfehler gemacht. Ich spiele das Deck einfach. Ich hab's ja erst erstellt, ne? Ich habe so viel damit noch nicht gespielt, habe also die Routine noch nicht. Und ich möchte auf jeden Fall Merrick at Asvala einsetzen. Ansonsten wäre der ganze Quatsch ja relativ sinnlos. Wir haben also die Chance, den doch noch einzusetzen. Okay, verteidigen tun wir uns erst, wenn es nötig ist. Jetzt ist es gerade nicht so nötig. Was haben wir denn hier? Den Tapferen zum Gruße. Okay. Gib ihm. Den können wir dann noch zusätzlich verstärken und uns verteidigen. Okay, Überfallkommando könnten wir einsetzen, um den hier loszuwerden, weil leider kommen wir mit dem einen Angriff nicht weit. Und der geht mir sonst ziemlich auf den Sack. Ich habe ja noch drei. Von daher opfer ich das halt mal. Meine Schuppen sind wie der Schatten. Machen wir das mal so. Und überraschen den Gegner eventuell in der nächsten Runde. Oder hauen den Ork-Hauptmann jetzt direkt raus. Ich glaube, wir machen das direkt. Dann kriegen die wenigstens schon mal einen Punkt. Dadurch weiß er halt, was ihn erwartet, aber so ist es jetzt halt.
Okay, wir haben zum Glück einen Blitz. Damit können wir jetzt gerade eins wenigstens loswerden. Das behalten wir auf jeden Fall. Okay. Also der Start ist sehr holprig. Aber in der nächsten Runde können wir den Merrick Adaswala bereits spielen. Und die zwei, falls sie überleben, bekommen natürlich dann auch jeweils eine Waffe. Und die hätte sehr praktisch werden können. Aber es sieht nicht so aus, als ob ich den jetzt einsetzen könnte. Ich muss es leider so machen. Ist ein Drachendeck. Sagt mir meine Intuition. Okay. Das müssen wir retten. Und spielen mehr aus. Desto mehr Kreaturen wir haben, desto besser ist es natürlich. Wäre natürlich jetzt cool gewesen, hätten wir unsere Ansturmkreaturen noch. Okay, der ist der schon sehr, sehr nervig als Gegner. Unfassbar nervig. Sehr gut. Machen wir den schon mal weg. Können den hier nochmal spielen. Also die Aggro ist oben. Aber der wird natürlich wieder einen, Mensch. Der wird natürlich wieder einen absetzen. Also der sägt einen nach dem anderen ab. Machen wir es mal so. Dadurch kann ich wenigstens den hier loswerden. Okay, perfekt. Der ist jetzt sowieso noch im Schatten. Damit können wir ein bisschen was aufbauen. Jetzt hätten wir sogar die Chance, den Merrick zu spielen. Drückt mir die Daumen, Leute. Ich will den unbedingt mal demonstrieren. Der Hist sorgt für uns. Sieht gut aus. Ja, ja, mach ruhig deinen Schaden, mach ruhig. Genauso will ich das haben. Machen wir mal so. So, jetzt könnten wir. Wir könnten einige Sachen machen. Wir könnten den spalten. Was ich jetzt nicht unbedingt machen möchte. Weil sonst fehlt uns ein Angriff. Ich spiele erstmal den hier aus. Natürlich weiß ich, dass ich den ausspielen könnte. Und ihm dann auch noch eine Waffe geben könnte. Aber ich weiß nicht, wer alles übrig bleibt. Machen wir das erstmal so. Bam. Bam. Das war nicht so bam. Okay. Das war auf jeden Fall nicht so bam. Bleh. Aber wir können das auf jeden Fall so machen. Dann nur so machen. Gehen wir hier rein. Und können. Den hier fesseln, weil er einfach viel zu gefährlich ist. Machen wir es so.
Er wird natürlich auch stärker. Aber er könnte jetzt Panik bekommen. Bekommt aber nicht. Ich gehe trotzdem schnurstracks drauf los. Aber viele Angriffszauber dürfte er nicht haben. Also er stützt sich auf seine vielen Leben. Eindeutig. Und auf den 12 Magiker-Drachen. Okay. Okay, Leute. Wir haben halt nur eine Möglichkeit, ne? Und die ist vorwärts. Boah, Gott sei Dank. Okay. Ich möchte hier abhauen. So. Okay. Puh, 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 puh. Puh, 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 puh. Bam, Junge. Wir total egal. Ach ja, jetzt ein Wächter. Zack. Jawohl, Leute. Habt ihr damit noch gerechnet? Habt ihr damit noch gerechnet? Also ich nicht. Richtig cool, Leute. Merrick, Dwemer Deck. Baut's nach. Bis zum nächsten Mal.